Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. So, wir sind jetzt schon im nächsten Kapitel, den Eisenbahnfriedhof haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt müssen wir Avalanche dabei helfen, den Pfeiler zu retten, der kurz davor ist, von Shinra zerstört zu werden, was eine vollkommene Katastrophe auslösen würde. Das dürfen wir nicht zulassen. Also dann. Okay. Alles okay? Ach, Cloud. Es ist Shinra. Sie wollen die Platte abstürzen lassen. Wissen wir. Ich muss zurück. Barrett und die anderen sind noch... Warte. Bleib bei Wedge. Ich gehe nach oben. Ich gehe auch. Ich kann doch noch kämpfen. Biggs hat mich beschützt. Wedge, überlass das lieber Cloud. Ich verarzte ihn. Biggs! Jesse! Barrett! Wedge, bitte. Mach, was Tifa dir sagt. Da bist du ja endlich. Werd etwas aufräumen, bevor der Alleskönner hier auftaucht. Oh je, oh je, oh je. Oh Gott, jetzt bin ich tatsächlich alleine. Oh, shit. Oh Mann, ey. Halte durch, Biggs. Ich bin gleich da. Erstmal alles abchecken, ob hier irgendwas zum Sammeln ist. Sieht aber nicht so aus. Okay. Okay. Da lang. Gut. Das ist doch echt zum Haare raufen. Können die nicht einfach aufgeben? Du sagst es. Hab ordentlich was abbekommen. Verdammt, ich werd hier noch verrückt. Komm, die Verbindung ist instabil. Okay. Bleib wachsam. Verstanden. Attacke! Du bist wohl auch zu Avalanche. Hier ist noch einer. Schick Verstärkung. Für! Lauf! Okay, noch einmal Vitra auf mich selbst. So. Hauptsache, das Geschütz ist erstmal weg. Oh, dass ich auch noch geheilt, die Sau. Alles geht. Tschüss. Und tschüss. Na warte. Das war's dann. Genug. Und jetzt nur noch dich. Bis hier und nicht weiter. So. Das war okay. Abzusehen. Ja, doch, wenigstens noch einmal Magie benutzen. Du glaubst wohl, damit kommst du durch. Dir werde ich's zeigen. Genug. Na, warte. Es ist aus. Bams. Ich bin weg, kommst nicht. Wow. Ihr Drecksäcke. Haben nämlich tatsächlich betäubt. Und wie der jetzt mit dem Schild. Wie der jetzt mit dem Rücken zur Wand stand. Miese Sau.
Er weiß ganz genau, dass ich deine Schwäche ausnutzen wollte. Bäm! Okay. Kein Weg? Ging aber überraschend schnell, verdammt. Ich bin bereit. Na gut. Ah, lach nicht so blöd. Nein. Shit. Na, greif an. Dir werde ich's zeigen. Jetzt aber schnell. Ach komm, du Penner. Als ob der ganz genau weiß, wann ich ein Kommando einsetzen will. Nimm das. Yes. Geht doch. Eine große Sache. Okay. Ach, die Wege führen nicht. Ah! Sie führen beide zu einem Schatz sozusagen. Zwei Gravitationssphären. Was jetzt? Hä? Was zur Hölle? Da oben lag, stand noch einer oder was? Ach du Scheiße. Mist. Jetzt aber. Was? Oh, natürlich sind es zwei von denen. Verflucht! Müsste gehen. Das sollte reichen. Und Mutangriff auf dich. Der Feind ist geschwächt. Genau so. So. Komm her. Das war's. Nicht da verstecken. Das hinter dem Geländer. So. Das war abzusehen. Geht doch. Aber wo? Okay. Schon gut. Frage hat sich beantwortet. Ich wollte schon sagen, da komme ich ja wohl noch durch. Versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. Werde ich. Und was ist mit dir? Ich habe Angst, das Untere zu fragen, ehrlich gesagt. Werde ich. Danke. Jetzt fühle ich mich doch gleich besser. Eins noch. Der Helmchenhof, das Waisenhaus, in Sektor 5. Geh doch mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Viel Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt lastet auf dir.
Leute, bitte sagt mir, dass er nur ohnmächtig geworden ist. Ich will, dass er nur ohnmächtig geworden ist. Ich muss jetzt gerade echt kämpfen, Leute. Mit den Tränen, mit allem. Scheiße. Runter da, du Ratte. Ach, du Penner. Jetzt brauche ich jemanden, an den ich mich abreagieren kann. Da kommst du mir gerade recht. Mieser Drecksack. Scheiße. Runter mit euch. Riesen Wichser. So. Verzieh dich. Ach du Penner. Ja, jetzt bist du schön in der Falle, ja? Bems. Genau so. Messsack. Jetzt komm runter! Scheiß Feigling! So wird das nichts. Darf ich jetzt nicht sterben? Und weiter. Runter! Der Feind ist weg. So, Moment, Schwertsturm. Und gleich nochmal. Ich hab genug. Na warte. Feuerer, go! Komm her! Verdammte Scheiße! So. Nervbolzen. Haben mir gerade noch gefehlt, so dreckige, rumfliegende Gegner, die auch schön an Orte fliegen können, die ich nicht erreichen kann. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Verdammt. Ich kann mich noch zusammenreißen, Leute. Auch wenn es mir schwer fällt. Oh. Ja, toll. Na, komm schon. Okay. Good morning, Midgar! Duda von Avalanche! Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt! Wir wir von Shinra! Uns macht ihr keine Angst! Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler! Jetzt! Na, wie war ich? Gut genug. Das ist doch... Oh. Ah, natürlich. Hey, du Supersoldat! Zeig, was du kannst! Renn, 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 renn! Sieht nicht gut aus.
Ergib dich, du Zecke! Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Eris! In der Nähe ist eine Bar. Der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, okay. Ihr müsst von hier fliehen! Oh, okay. Holla, die Waldfee. Okay. Bringt euch in Sicherheit! Was soll das denn jetzt heißen? Wedge, Gruppe beigetreten. Bevor es zu spät ist. Gruppe verlassen, Cloud-Gruppe. Gruppe beigetreten, Aerith. Ich habe einfach den Charakter gewechselt. Solange wir keine Anweisung von oben haben, können wir nichts machen. Los, ihr müsst von hier wir fliehen! Wir müssen hier durch. Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt. Schnauze! Der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin doch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge! Wir können immer noch viele Leute warnen! Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren! Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen. Uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten. Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Kommt schon, hier lang. Schnell! Hey, warte! Wedge, zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite. Ich hole Marlene. Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit. Alles klar. Bitte, komm, schnell. Bringt euch in hier Sicherheit. Hier aus den Slums raus. Die Platte stürzt ein. Ihr müsst hier weg. Flieht nach Sektor 5 oder 6. Zusammen da schaffen wir. Seid ihr sicher. Keiner bleibt zurück. Nice, gut gemacht, Wedge. Alles klar. Leute? Hallo? Jetzt lauf doch mal los. Ein paar Leute stehen hier noch so doof rum.
Sie bestellt und nicht abgeholt. Ah, sind alle zu Salzsäulen erstarrt. Ihr müsst schnell von hier fliehen. Und zwar weit weg. Hm? Warte mal. Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt. Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zur Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Alles klar, Male. Na dann. Ich muss zum siebten Himmel. Mhm. Hier ist es nicht sicher. Verschwinde, solange du kannst. Da ist es. Seht mal. Oh nein! Das Ding stürzt ab! Ach, Scheiße. Marlenes Rettung. Natürlich. Aber ein Glück hat das Ding nicht den siebten Himmel getroffen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt man wohl noch durch. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Ja. Da, wo Male gerade lang gelaufen ist. Aber ganz schnell jetzt. Es gibt einen Tunnel direkt zum Wallmarkt. Ach Gott, geht mir doch alle aus dem Weg, Menschenskinder. Na toll. Bin weiter. Jetzt beeil dich. Hör auf zu schießen. Eieieiei. Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los, nun macht ihr lang. Schnell. Da vorne. Ich bring dich hin. Ach Gottchen. Wir haben es geschafft. Raus aus den Slums. Okay. Was passiert denn nur, verdammt? Ich wollte gerade sagen. Wir gehen ganz langsam. Wir müssen so schnell wie möglich evakuieren. Kannst du dich bewegen? Das sollten wir besser auf. Wir müssen gleich... Kann mir irgendwer sagen, was hier los ist? Schnell, schnell, schnell. Wir müssen ja gleich noch zu Marlene. Wir müssen zum Wallmarkt. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Okay. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Ein Glück. Okay, immerhin. Nicht! Ah. Dort ist es zu gefährlich. Ich muss aber... Bitte, was passiert denn hier durch? Nur? Jetzt ist alles vorbei. Gleich geschafft. Schnell, schnell, schnell. Ach Gott, ey. Ja, noch ein verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Lasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Na, verdammt. Wo soll ich denn jetzt lang? Mir gehen langsam die Optionen aus. Hoffentlich geht es ihr gut. Ah, okay. Na, endlich, verdammt nochmal. Wo ist sie? Wo ist sie?
Oh, ich höre sie, ich höre sie. Sie versteckt sich wahrscheinlich hinter der Theke. Oh Gott. Komm, du bist komm. Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber zu Hause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? So. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm! Okay, bin ich schon mal beruhigt. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Mal überlegen. Aha, überleg mal. Okay, oh nein. Schluss mit dem Versteckspiel, Aris. So. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Dort vorn. Ha?
zwei Fliegen mit einer Klappe. Aua! Tiefer! Da bin ich! Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon! Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Ja, nee, ist klar. Ich hab sie zum siebten Himmel geschickt, um Marlene zu holen. Und Wedge? Der zeigt ihr den Weg. Gut. Oh. Wir können Shinra aufhalten, oder? Ja. Dann nichts wie rauf. Ausgerutscht, ey. Uns nicht. Ja. Aber warum auch immer er Tat jetzt wirklich Cloud retten wollte. Tja. Das war's. Weil das hat, er hat entweder Cloud oder Tifa das Leben retten wollen. So viel steht fest. Ah, diese verdammten Viecher. Ich hasse das, wenn Gegner an Stellen rangehen, wo man selbst nicht hinkommt. Das ist doch scheiße. Das war's dann. Ah, war ja klar. Komm da runter. So, weg mit dem Ding. Gut. Sonst war hier nichts. Okay. Na dann laufen wir mal weiter. Scheiße. Also Aerith und Marlene sind jetzt wohl von Shinra gefangen genommen worden. Aber wenigstens leben die beiden noch. Das ist schon mal beruhigend. Es geht los. Mist! Gott, gehen mir die Viecher auf den Sack, wirklich. Guckt euch das an! Ihr Säcke! Jetzt wird auf jeden Fall Magie auch rausgeholt. So viel steht fest. Mit Cloud habe ich zwar noch Feuer, was nicht so effektiv gegen die Viecher sein wird, aber es ist wenigstens besser als nichts. Komm schon. So. Okay, Cloud. Einmal Feuer bitte. Jawohl, reicht. Gut. Na, dann bleib halt, wo du willst. Okay. Scheiße. Hey, 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 hey! Falsch abgebogen. Oh, Sangans Sphäre aktiviert. Okay. Ja, klar. Los geht's. Na los, kommt! Zeig ich! Verzieh dich! So. So muss es laufen. Schön weiter. Es geht los! Und Wems. So. Mir geht langweilig. Pech für dich. Schade, dass es mir ziemlich egal ist. Hast du immer noch oh, verdammt. Nichts überstürzt. Oh, hat er meine Sprengfaust abgewehrt, der Sack. Und auf Hochtouren. Oh ja. Das tut gut. Lass mich mal. Cloud, einmal Feuer bitte.
Und Bems. So. Jetzt fackle ich nicht mehr lange. Okay. Träumt schön weiter! Was kommt denn am Ende als Bossgegner? Versteckst du dich vor mir? Kann sein. Komm ein bisschen näher ran und find es raus. Huiuiuiui. Jessica, die ist auch richtig sauer und hat etwas Neues gebastelt. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Weiter durchhalten. Okay, die gute Jessie. Also dann, Leute, ich würde an dieser Stelle für heute Schluss machen. Und dann sehen wir im nächsten Part, wie es weitergehen wird. Ich bin schon sehr gespannt, ihr hoffentlich auch. Also dann, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!